wollt trainieren? Nach Buckach. Nach Buckach? Nach Buckach, bei uns Reitnau, ja. Ah, da kann ich Sie ja schick mitnehmen. Heute ist wieder der Teufel los. Da kommst du einfach nicht raus. Schau mal. Ich komme ja nie nach Brucker. Das steige ich jetzt auf. Die Situation an der B31 ist, wie Sie soeben gesehen haben, untragbar. Deshalb brauchen wir eine neue Straße. Eine B31 neu. Unsere Experten haben sich jahrelang um die beste Trasse bemüht. Jetzt ist sie gefunden. Eine moderne Trasse, die die Voraussetzung für eine leistungsfähige und verkehrssichere Straße schafft. Belange des Naturschutzes werden weitgehend berücksichtigt. Unsere Straße beginnt am Ende der bereits bestehenden B308 neuen. Von der Südseite des Diepholzberges bietet sich dem Straßenbenutzer sodann der Ausblick auf die Stadt Lindau und das einzigartige See- und Gebirgspanorama. Anschließend wird das Achtal mit einer 360 Meter Brücke überquert. Sich an die vorhandenen Geländeformen einpassend, erreicht sie dann das Unterreitnauer Moos. Hier schmiegt sich unsere Straße vollkommen an den vorgeschobenen Höhenrücken von Bruckach an und durcheilt das Moos auf einem Damm. Endlich lehnt sie sich an die Südflanke des kleinen bewaldeten Höhenrückens, genannt Büchele Holz, an und erreicht in gerader Linienführung schließlich die Landesgrenze. Unsere B31 neu. Schnell wird der Verkehr vorbeifließen. Und Lindau hat seine Ruhe. Auch dem Landschaftsschutz wird Genüge getan. Besonders widerstandsfähige Bäume an den Straßenrändern sorgen für dauerhaftes Grün.
Und damit niemand rast, stellen wir Tafeln auf. Seien Sie also gewiss, die neue Straße dient uns allen. Und auch wir sind für Ökologie. Aber zuerst kommt der Mensch. Wir befinden uns im Lindauer Hinterland. Hier soll die neue Bundesstraße 31 gebaut werden. Mitten dort. Gartenstadt mit ihrem Hinterland. Bereits bestehende Straßen. Der Lindauer Grüngürtel. Eine komplizierte Übergangslandschaft. Offiziell kartierte Biotope. Wolfsbach mit Sägtobelweiher. Achtal. Unterreitnauer Moos. Stockwiesen. Die geplante Trasse der B31 neu. Das unfertige Kreuz am Schönbühl. Hier soll die Kraftfahrstraße beginnen. Wir fliegen entlang der Trasse in Ost-West-Richtung. Vom Wald umgeben, der Sägtobelweiher. Oberhalb des Weihers die Trasse. Hier befindet sich auch eine Quelle. Ja, wir sind hier bei der Quellfassung in der Brunnenwassergenossenschaft eines heutigen Hochbuch, die unsere Vorfahren vor 100 Jahren in mühseliger Handarbeit gegraben haben und die jetzt durch die Straße eventuell kaputt gemacht werden soll. Oder unten, wenn sie nicht kaputt geht, dann soll doch durch die Belastung, die die Straße mit sich bringt, die Quelle auf jeden Fall als Trinkwassernummer anerkannt werden. Und wie viele Leute haben da gewartet? Ja, wie viele Leute, das kann ich nicht genau sagen, es sind 20 Anwesende. Aber die haben es auch als Trinkwasser? Ja, ja, natürlich. Ich meine, das wird ja jährlich interessiert, ob es rein ist oder nicht. Und das hat immer die besten Ergebnisse, die ich jetzt habe. Ja, sehr zufrieden, ja. Und wenn die Straße kommt, was bedeutet das auch für die Einträchtigung? Ja, das, mein, prinzipiell soll die Quelle ja den Schlosser sein, weil eben durch die Teer oder was dass da halt von unserer Straße als Verschmutzung ausgehen, dann das nur als Trinkwasser anerkannt wird. Und das ist für uns auch irgendwie ein Stück Lebensqualität, das Wasser. Und nicht, dass irgendwie das Finanzielle hier das Wasser hat. Und wie weit ist das Dorf vom letzten Jahr? Ja, die wird dann unmittelbar da durch den Wald durchgeführt werden, 20 Meter oder vielleicht auch bei der Fassung. Aber die Quelle wird sie wahrscheinlich schon weiter oben überqueren oder ich weiß nicht genau, wo die Quelle verläuft. Ja, es ist auch mit dem Wasser, es gibt ja viele Wissenschaftler heute, die behaupten, dass das nächste große Problem das Wasser sein wird und dass man da jetzt mit einer solchen Arroganz hier eine Quelle kaputt macht, die nachweislich schon über 100 Jahre bestes Wasser liefert, das ist für mich unverständlich. Der Diepholzberg. Ein beliebter Aussichtspunkt. Der Verlauf der Trasse. Genau dort unten, wo die Obstbäume stehen.
Jachrheinmühle. Friedlich gelegen. Der Wald wird weichen und das Achtal von einer 360 Meter langen Brücke zerschnitten. Hier soll die Abfahrt Schönau hineingelegt werden. Doch davon später. Schließlich das Unterreitnauer Moos. Ein einzigartiges Feuchtgebiet im Landkreis. 22 hier blühende Arten stehen auf der offiziellen roten Liste. Davon 11 Orchideen. Ebenfalls bedroht sind die Schmetterlingsfauna sowie die Brut- und Nistplätze höchst gefährdeter Vogelarten. Bei einer öffentlichen Anhörung wird von den Straßenbauern der Eindruck erweckt, gewisse Flächen hätten sowieso schon durch Entwässerung ihren ökologischen Wert verloren. Wir erleben das ja als Anwohner, diese Schönheiten des Mooses, jedes Jahr von neuem wieder. Es ist nicht wahr, dass hier schon alles trockengelegt ist. Das ist nur das kleine Stückchen hier und da waren früher allerdings alles nur Iris gestanden. Aber durch diese Entwässerung ist es natürlich kaputt gegangen. Aber das heißt nicht, dass das ganze Moos kaputt ist. Wir sehen auf beiden Seiten hier von diesem Weglein durch nach wie vor unsere Iris stehen und blühen. Auch hier zum Beispiel wunderbare Mehlblümchen im Frühjahr und diese Waldvögelein und Orchideen finden wir ja auch noch auf dem das Treiben der Vögel. Es ist hier noch lang nicht alles tot. Es ist also absolut erlogen, wenn man sagt, durch die Entwässerung ist das Moos hier schon kaputt. Und wenn man dann sagt, es macht ja nichts, gut, bauen wir noch eine Straße ein, dann ist nichts passiert. Das ist also absolut nicht wahr. Und wir sehen es also kommen, dass dann, wenn die Straße hier durchgeht, das Moos total kaputt ist. Denn die Vögel verziehen sich, alles verzieht sich, die Blumen dann kaputt. Das ist gar nicht anders möglich, denn durch die Entwässerung und durch dieses Senken des Grundwasserspiegels muss natürlich die Vegetation total kaputt gehen. Beim Drehen dieser Szenen trafen wir einen Bauern, der anonym bleiben wollte. Das Moor ist nachher sowieso kaputt, ob die jetzt am Moor rangehen oder mit, doch das Moor ist kaputt. Das schaden die Landschaft. Und das ist ein Blödsinn. Auf der anderen Seite kommt die 98 trotzdem. Und Sie sind auch dagegen, oder? Die meisten, wer will da dafür sein? Schau, die Emissionen und Lärm, gell? Ich meine, wenn wir unser Vieh und unser Gas da dran haben, dann aber da fährt eine Landstraße vorbei. Das ist kein Vorteil, gell? Fürs Vieh und für Pflanzen und für nichts. Ich möchte nur ganz kurz zeigen, wo die Straße nun durchführen soll. Und zwar hier entlang und direkt in diese Schneise hinein, links vom Reitstall. Das würde also heißen, dass es hier mitten durch das Feuchtgebiet geht und hinten im Hintergrund ist noch eine Baumgruppe. Und da kämen sie nun wieder raus. Und wenn man uns erzählen will, dass dann diese Straße unsere schöne Landschaft nicht beeinträchtigen soll, kann ich das also nicht bejahen. Und wenn man also am Sonntag hier mal durch die Gegend geht und sieht, wie viele Leute hier umeinander spazieren, ich weiß nicht, ob die noch Freude haben, dieses hohe Betongemäuer hier anzuschauen. Es wird wahrscheinlich als Naherholungsgebiet völlig ausfallen. Hier schlägt sich die Straße zur Landesgrenze durch. Ja, die Trasse der geplanten B31 neu verläuft laut Plan in der Richtung, wo wir uns befinden, also quer hier durch die Streue auf den Wald zu, durch den Wald durch, sodass zu befürchten ist, dass von dem Wald hier nicht mehr viel übrig bleibt, aufgrund dessen, weil er doch von Südwesten her aufgemacht wird und vermutlich 3/4 der Waldfläche dem Straßenbau zum Opfer fällt. Ja, da will man jetzt halt mit allem Nachdruck, wollen wir jetzt da unbedingt die Straße drauf machen. Auch landwirtschaftliche Flächen werden zerstört.
Grünlandwert 60 bis 70. Das heißt, bester Boden. Ja, mit der Trassierung, die man jetzt plant, feststellen will, da wird also wirklich, das ist alles andere als aus meiner Sicht landschaftsschonend und auch speziell für Obstbaubetriebe ist. Also geht sie durch beste Obstplantagen durch und hat man also überhaupt keine Rücksicht genommen, obwohl wir schon beim Raumordnungsverfahren auch schon Einsprüche erhoben haben und die hat man also überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, sondern man hat einfach die trassiert, wie es die Straßenbauer scheinbar für richtig finden. Nach dem Bau sind hier sogenannte ökologische Flächen vorgesehen. Was heißt überhaupt moderner Straßenbau? Beispiel: die A96 unweit von Lindau. Zuerst gigantischer Landschaftsverbrauch. Großzügige Auffahrten. Lineare Trassenführung. Und alles im Dienste der Sicherheit. Oder dass immer mehr und immer größere Straßen immer mehr Autos anziehen, die auch von immer weniger Menschen produziert werden, stört da wenig. Dass immer schnellere Autos gebaut werden, die Raser immer mehr zunehmen, kommt ja auch nicht von den geraden Straßen. Nein, das kommt von den landschaftsangepassten Verkehrswegen. Oder? Und dass die Zahl der Verkehrstoten wieder zugenommen hat. 12.000 waren es 1983. Das kommt halt von zu wenig Straßen, oder? Die B31 neu ist als Kraftfahrstraße geplant. Auf Deutsch eine Schnellstraße. Autobahnähnlich angelegt, wird sie selbst von ihren zukünftigen Erbauern mit der B12 von Kempten nach Buchloe verglichen, jener berühmt-berüchtigten Todesstrecke. 60 Menschen starben dort seit der Fertigstellung. Als Lösung könnte man ja dann den vierspurigen Ausbau ins Auge fassen. Das ist das Schönauer Kreuz, die geplante Hauptabfahrt nach Lindau. Erstens die Trassierung der B31 und dann kommt dazu eben die Abfahrt, die Anbindung der Schönauer Straße als erster Zubringer in die Stadt Lindau. Und das haben wir also, da haben wir die größten Befürchtungen, weil wir ja, ich habe noch nie genaue Zahlen gekriegt und gehört, selber habe ich mir also auch nicht hingestellt und erzählt, aber es kommt auf jeden Fall von den Experten dazugegeben, dass ein Vielfaches an Verkehr auf uns zukommt. Und so wie die Schönauer Straße jetzt bereits ausgelastet ist, können wir das einfach nicht hinnehmen. Weil die Schönauer Straße in erster Linie für uns auch landwirtschaftlicher Weg ist. Es ist die einzige Straße, von der aus die landwirtschaftlichen Flächen, die ja noch Gott sei Dank stark vorhanden sind, rechts und links der Schönauer Straße, bewirtschaftet werden können. Planung. Der Durchgangsverkehr
fährt weiter zum Schönbühl auf die A96 Richtung Österreich. Der Ziel- und Quellverkehr aber über die Abfahrt nach Lindau hinein. Offiziell erwartete Steigerung des Verkehrs auf der Schönauer Straße. Statt 4.000 nun 7.000 Kfz in 24 Stunden. Auf der Schönauer Straße gibt es zahlreichen landwirtschaftlichen Verkehr. Die Firma Lindavia wird beliefert und liefert mit LKWs. Es ist nicht gesagt, dass sich der Durchgangsverkehr an den Umweg B31 neu A96 halten wird, sondern denkbar, dass der kürzere Weg gewählt wird, wieder über den Eschacher Knoten. Für die Schönauer Straße hieße dies aber weit mehr als 7.000 Fahrzeuge. An dieser Straße liegt auch die Schule Heuren. Zahlreiche Kinder aus den umliegenden Orten gehen dorthin. Folge dieser Zustände wird die Forderung nach dem Stadtzubringer B12 neu sein. Ergebnis: durch Trennung der letzten Grünverbindung und unerträgliche weitere Verlärmung von Eschach mit nachfolgendem Chaos auf der Insel. Übrigens, die A98 ist noch nicht aus der Diskussion.
Noch ist die B31 neu nicht gebaut. Fassen wir also zusammen. Die geplante Trasse wird nicht nur die gewünschte Entlastung nicht bringen, sondern wird landwirtschaftliche Flächen zerstören. Das Naherholungsgebiet für Tausende von Menschen wäre vernichtet. Negative Auswirkungen auf das Klima und auf den Fremdenverkehr sind nicht auszuschließen. Deswegen muss diese Trasse vom Tisch. Es gibt bessere Lösungen. Eine mögliche Lösung für die Umgehung Lindau wäre ein gemäßigter Ausbau der sogenannten Weißwurststraße, Liseks. Eine andere Lösung, die Untertunnelung von Kressbronn sowie Euriskirch, ergänzt durch einen weiteren Tunnel zwischen Heuren und der Kemptner Straße. Eine andere Möglichkeit, die Untertunnelung von Kressbronn und ab Enzisweiler ein ca. 2 Kilometer langer Tunnel bis zum Schönbühl. Die Vorteile wären eine Verhinderung der gnadenlosen Straße B31 neu und eine viel bessere Entlastung als durch diese Wahnsinnstrasse. Die Kosten wären bei objektiver Gegenüberstellung nicht wesentlich höher. In jedem Fall ist die Erhaltung der Bodenseelandschaft diesen relativ bescheidenen Preis wert. Aufgrund eines geringeren Neulandverbrauchs gäbe es bei der Tunnellösung mit Sicherheit weniger Einsprüche und damit auch keine längere Planungszeit. Einbezogen werden müsste diese Lösung aber auch in ein anderes Verkehrskonzept. Mit Bevorzugung von Bahn, Bussen und Kleinbussen und neuen Radwegen. Nach Bruckach. Ja, da fahre ich nach Oberreitnau um 12.25 Uhr. Der Zug fährt doch nach Oberreitnau, nicht? Der Zug fährt nach Kempten über Oberreitnau, aber die Züge halten nicht mehr in Oberreitnau. Dafür fahren unsere Busse mit der Linie 7 nach Oberreitnau. Aha. Bitte? Nach Bruckach geht kein Bus. Hier geht Bus bis Unterreitnau. Ja, und wie komme ich dann nach Bruckach? Das letzte Stück müssen Sie zu Fuß laufen. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Aha. Ich bin fast jeden Tag allein in dem Bus. Busfahren ist ja auch eine Sache des Bewusstseins. Es fährt ja auch schon lange kein Zug mehr. Ist ja auch sehr teuer geworden, nicht? Ich glaube immer, die von der Bundesbahn sind alle bestochen. Da reißen sie die ganzen Schienen raus und woanders machen sie alles zu mit Straßen. Schauerlich, ja.
Aha. Grüß Gott, Frau Starke. Grüß Gott. Frau Starke, Sie sind auf dem Weg nach Bruckach? Ja. Wissen Sie, dass genau hier die Trasse der B31 neu durchgehen wird? Ja, leider. Warum leider? Ja, ich halte diesen Straßenbau für völlig verfehlt. Er wird nicht die notwendige Entlastung für Lindau bringen. Aber er wird die Landschaft aufs Schrecklichste verändern. Meiner Ansicht nach würde es durchaus genügen, die bestehenden Straßen so auszubauen, dass sie dem Verkehr gewachsen sind. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch, Frau Starke. Ja, grüß Gott.